sagt die Beste. Also eben als Kind, seit Kind möchte ich das. Und dann habe ich auch immer gedacht, oh, wäre das lässig, wenn ich das auch mal machen könnte. Und dann habe ich einen Produzenten kennengelernt, vor etwa 2-3 Jahren. Und dann haben wir so miteinander geredet und erzählt. Und er hat gefunden, mal und so, wäre doch noch eine Idee. Und dann haben wir unter einem Buddha oder vor einem Buddha haben wir so einen Handshake gemacht, dass wir miteinander Single machen. Und dann irgendwann habe ich dann so, sind wir uns auch immer wieder begegnet und dann hat er mich natürlich immer wieder gestupft, du, was ist jetzt? Und irgendwann habe ich dann gemerkt, mal, jetzt ist die Zeit da, jetzt ist auch, finde ich, einfach von mir, ich als Person bin an einem Punkt, wo ich das möchte machen, wo ich das kann machen und wo es auch richtig ist. Also Stimmung ist für mich. Time for me to say your play, so it's time. Dann ist es, eigentlich ziemlich rassig losgegangen, haben das Lied aufgenommen und haben da ganz tolle Unterstützung von Stephen Keely, der ja eigentlich Musical schreibt und unter anderem das Heidi-Musical komponiert hat. Jetzt freue ich mich und bin mega gespannt, was jetzt eigentlich alles passiert, was das Lied auch auslöst. Dankbar bin ich Nummer 1, dass ich mal leben darf. Ich glaube, das ist etwas, was ich zuerst lernen musste in den letzten 10 Jahren. Einfach dürfen leben. Ich glaube, das ist schon mal ein grosses Geheimnis und ein grosser Schritt, wo man wirklich darf und sollte dankbar sein. Dann bin ich dankbar, dass sie mich eigentlich durch alles durchgedreht haben. Auch. Also wenn ich nicht 1000 Schutzengel hätte, die Überstunden schieben, dann wäre ich vermutlich auch nicht mehr an dem Ort, wo ich jetzt bin. Und einfach sich ein bisschen bewusst werden, dass die Sachen im Leben nicht selbstverständlich sind. Und wir sind nebst vielen Sachen, die man ja immer viel gehört und gelesen hat, auch sind mir eben sehr viele schöne Sachen auch begegnet, passiert, habe ich erlebt. Und ja, und darum sage ich Danke. Also frisch verliebt, ich bin schon bald in die Hand geliebt. Er lässt zu. Psst. Nein. Also weißt du, wir begegnet sind wir uns eigentlich schon vor 2 Jahren. Und ja, wie halt das Leben manchmal so spielt, ja, es kommt ja immer darauf an, wo stehen beide an dem Moment, wo man sich begegnet. Und irgendwie hat das dort halt einfach noch nicht so gehauen. Und wir haben irgendwie wie miteinander wollen und doch nicht können. Und es war immer ein bisschen hin und her gewesen, so ein Abtasten vielleicht auch. Umso schöner war es dann eigentlich auch, als ich gemerkt habe, wir finden miteinander den Rang. Und wir wissen miteinander, jetzt wie, oder wir wissen, was wir aneinander haben. Und es ist eine sehr unkonventionelle Liebe. Es ist auch sehr, finde ich, es ist eine einmalige Liebe, wobei jede Liebe ist eigentlich einmalig. Also ich geniesse es und es tut mir gut. Es tut mir wirklich, wirklich gut. Egal, er ist, man muss, darf doch sagen, er ist 10 Jahre jünger als ich. Und, ja, ich finde es speziell, aber ich finde es speziell schön und ich glaube, das macht den Unterschied aus. Ich habe meine Geschichte eigentlich Thomas von Anfang an erzählt, weil es ist ja auch das Recht für ihn, das zu wissen und es hat auch mit Respekt zu tun, dass man das so ziemlich von Anfang an auch sagt. Ja, und da kommt es ja auch noch dazu, dass ich auch nicht möchte, mich mit einem Menschen, kennenlernen oder man sich gegenseitig möchte kennenlernen und und man dann so etwas Wichtiges muss verschwiegen oder möchte verschwiegen, da müssen wir ständig drum herum jonglieren und immer aufpassen, dass man sich nicht verplappert etc. Und schlussendlich, du, I am what I am. Und ich darf so sein mit meinen, meinen Sachen, die nicht so perfekt sind, mit meinen anderen Sachen, die ich glaube gut kann oder gut, die mich auszeichnet. Es ist okay. Ich weiß, dass es für so einen jungen Mann auch oder ich weiß auch um die Kämpfe, die Thomas innerlich hatte und vielleicht auch heute manchmal sogar noch hat. Und auf das rechne ich ihm auch an. Und umgekehrt weiß er aber wirklich, egal was passiert, egal was geht, mir ist ja wirklich in allen Belangen nicht egal. Also ich setze mich für ihn ein, ich schaue, dass er ihm zur Seite stehen kann, dass wir miteinander den Weg gehen. Und ich glaube, da müsste wahnsinnig viel passieren, dass ich jetzt da mal nicht würde für ihn da sein. Mhm. Er ist der richtige Mann, weil er Ja zu mir sagt. Und das ist nicht selbstverständlich. Und das ist ihm vermutlich, das gehört er jetzt zum ersten Mal, aber das ist mir gleich, es ist, was soll ich einmal wissen, es ist
mir, das bedeutet mir viel mehr, als er vermutlich das denkt. Ich liebe es, wenn wir Ausflüge machen, wenn wir einfach sagen, wenn wir einfach vielleicht die Karte nehmen, weißt, die, Lang- also die Strassenkarte oder Landkarte, und überlegen, wo gehen wir hin. Und dann ziehen wir los und dann bin ich immer ganz übermütig im Auto und lasse Musik laufen und singen noch Leute rein. Und er hockt daneben und fährt und es ist einfach toll. Und dann, in diesem Moment habe ich einfach das Gefühl, ey, es geht mir doch so gut und ich habe so einen lieben Menschen an meiner Seite.